Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn, vorgeschlagen von unserem Schildi 01. Und diesmal geht es um hochgelegte Steine, nein, um höhergelegte Steine. Und das Ganze in alten Treptow. Da bin ich gespannt. Also ich bin bei dem Titel sehr, sehr, wie ich gerade schon sagte, sehr gespannt darauf, was es damit auf sich hat. Weil Steine höher legen, ich weiß, dass man Autos tiefer legen kann, aber Steine höher legen? Was soll es damit auf sich haben? Schauen wir es uns zusammen an, wechseln in die Live-Szene. Und ja, ihr seht, nix seht ihr. Schwarzer Bildschirm, aber wir starten mal rein zusammen. Liebe Weltenbummler, merken Sie sich diesen Ort. Alten Treptow, nur auf den ersten Blick unscheinbar. Die Stadt liegt nicht nur im größten Landkreis Deutschlands, nein, sie verfügt auch über einen der größten Touristenmagnete. Lass mich raten, höher gelegte Steine. Nein, also in diesem Bereich würde ich jetzt eher vom Landkreis her denken, die Seenplatte. Aber das passt ja dann wieder nicht zum Titel. Also müssen es doch die Steine sein. Ja. Satire, wir kennen sie. Der Republik. In Alten Treptow gibt es den größten Findling Norddeutschlands, also nicht nur Mecklenburg-Vorpommerns. Der Stein, dieses wunderbare Objekt aus purem Granit, guckt leider nur 3 Meter aus der Erde. Nicht Ihr Ernst. Ein Stein. Ein stinknormaler Stein. Und nur weil es ein Findling ist, ist es was Besonderes. Und wenn ich da dieses Loch sehe, ahne ich, was es mit dem Höhergelegt auf sich hat. Die haben den ausgebuddelt und nach oben, weil er ja nur 3 Meter aus dem Boden guckt. Wir hatten es ja gerade eben mit den verschwendeten Steuergeldern. So viel von dem großen Stein liegt unterirdisch und ist nicht sichtbar. Deshalb soll der Stein jetzt angehoben werden. Also ich würde jetzt ja sagen, ich liebe es, wenn ich recht habe. Aber nein, das ist nicht ernsthaft wirklich passiert. Oh Mann, nein. Wer ist auf die Idee gekommen? Der Bürgermeister. Der vor mir steht. Der vor euch steht. Feuern, feuern. Wirklich feuern. Weg mit ihm, weg. Wir denken, dass dadurch viele, viele Menschen hierher kommen werden und die Attraktivität des Ortes Altentreptow. Nee. Und ich bin jetzt mal frech. Politiker und Denken, 2 Welten treffen aufeinander. Natürlich, wer will ihn nicht sehen, den Stein, der künftig stolze 5,5 Meter hoch sein wird. 5,5 Meter, also Sie heben ihn 2,5 Meter an. So, und wie viel Millionen kostet das dann? Das 8. Weltwunder von Alten Treptow. Massentourismus in Vorpommern wird ganz sicher die Folge sein. Nee, garantiert nicht. Die Leute kommen, wenn sie überhaupt dahin kommen, wohl eher wegen der Seenplatte. Es kommen auch nicht sehr viele Touristen nach Alten Treptow und schon gar nicht gezielt, um sich den Stein anzusehen. Die Leute brauchen auch noch was anderes. Die kommen nicht her, nur um Stein zu gucken. Nicht? Da hat er recht. Wo er recht hat, ja, kann man nichts weiter dazu sagen. Das ist einfach so, ja, genau. Naja, auch das Gelände drumherum wird ja umgestaltet, damit die Touristen noch mehr in den Bann des großen Steins gezogen werden, der ja bald ein noch größerer Stein ist. Was wollen Sie da bauen? Festivalgelände und eine Tribüne, dass man runtergucken kann auf den schönen Stein. Ich warte darauf, dass die ersten Sprayer kommen und diesen Stein anmalen. Dafür braucht es nur noch ein bisschen Kleingeld. Nach den Erstkostenschätzungen sollte die Hebung 180.000 Euro kosten. Hey, das ist ja ein Schnäppchen, wenn man rechnet, was wir gerade für die Klangbrücke ausgegeben haben, die wir im Video vorher hatten. Da waren es immerhin 1,1 Millionen. Hier sind es nur 180.000. Das geht doch. Allerdings, wenn er so sagt, nach ersten Schätzungen, gehe ich davon aus, es blieb nicht bei den 180.000.
Es ist das Geld der Steuerzahler und darüber hinaus kommt noch dazu, dass die Gemeinde ja gar nicht in der Lage wäre, es alleine zu finanzieren. Sondern hier gibt es Zuschüsse und diese Zuschüsse sorgen dafür, dass man diese Idee auch umsetzen will. Von den 180.000 Euro Gesamtkosten kommen 70.000 Euro Fördergelder aus dem Vorpommernfonds und 70.000 Euro aus dem Strategiefonds MV. Altentreptow sollte 40.000 Euro Eigenanteil beisteuern. So, und wie, jetzt raten wir mal, wie viel Sie von den 40.000 selbst finanziert haben. Null. Sag ich jetzt. Oder 10.000. Ich bin mal freundlich, 10.000. Die Förderung deckt immer nur einen Teil ab. Mehrkosten, Kostensteigerungen oder ungeahnte Kostenexplosion muss natürlich die Stadt tragen. Und natürlich gab es Kostensteigerungen auf insgesamt 244.000 Euro. Die Stadt zahlt jetzt 104.000 Euro. Ja, ja, ich hab's gehabt. Das ist wie mit diesem, hatten wir auch schon im Unterricht, wie mit diesem, nimm nie das günstigste Angebot. Weil nicht nur, dass du der günstig kauft, zweimal kauft, diesen Spruch kennt, denke ich mal, jeder, sondern das günstigste Angebot ist immer deshalb so günstig, weil es künstlich günstig gerechnet wurde. Gerade beim Bau kennt man das. Man will sparen, nimmt das günstigste Angebot und am Ende kostet das Haus oder die Wohnung dreimal so viel wie geplant, weil, ja, unerwartete Kosten. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber was tut man nicht alles für den neuen Reise-Hotspot? Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Zeit zeigen wird, dass es richtig und vernünftiges angelegtes Geld ist. Nee, definitiv nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Das hat sich in 20 Jahren nicht akklimatisiert. Das Geld könnte an anderer Stelle besser eingesetzt werden. Für die Musikschule oder für die Turnhalle. Ach, Musikschule, Turnhalle. Dieser Stein bringt doch einiges ins Rollen. Nee, der bringt gar nichts ins Rollen. Der bringt nur Steuergeldverschwendung. Und wir haben es wieder mit der typischen Veruntreuung. Nein, obwohl veruntreuen wir das wahrscheinlich nicht. Aber da machen sich wieder einige Leute die Taschen voll. Und am Ende haben sie nichts dafür geleistet. Wir versprechen uns von dieser Erhebung des Steines natürlich auch einen ganz gewissen Aufschwung für Altentreptow insgesamt. Je höher der Stein, desto höher die Erwartungen. Altentreptower Weisheit. Ja, ja, ja. Was soll man dazu sagen? Da kann man nichts dazu sagen. Man kann nur den Kopf schütteln. Das ist fast 250.000 Euro in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich glaube nicht, dass da viel Aufschwung kam oder Aufschwung kommt oder sonst irgendwas. Das ist Unsinn. Unsinn. Realer Irrsinn. Und als erstes wieder schön ein Däumchen hoch. Danke, Schildi. Danke, danke. Ein echt tolles Video. Ja, ja, genau. Und wie immer, am Ende der Folge gibt's ein Däumchen hoch. Was? Das hat doch keine 10.000 Aufrufe? Wie lange ist die? Ach so, das ist erst ein Jahr alt. Na ja, gut, okay, aber trotzdem, in einem Jahr hätte man auch die 10.000 erreichen können. Von mir der Aufruf auch hier wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und auch ein Abo. Beides kostet nichts. Macht schön und würde mich unterstützen, weiterhin viele solche schöne Videos für euch machen zu dürfen und mich weiterhin so schön aufregen zu können. und ja, wenn ihr nichts verpassen möchtet, unbedingt, könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren. Das ist aber kein Muss und natürlich ist das andere auch kein Muss, das würde mich aber freuen. Und wenn ihr das Ganze bei den Kollegen von Extra 3 auch mal wollt, habe ich da unten das Video verlinkt. Jetzt fällt mir gerade ein, beim letzten Video habe ich es vergessen zu sagen. Also das Originalvideo ist da unten verlinkt, könnt ihr draufklicken, rübergehen, das Ganze auch schon mal ohne Kommentare anhören. Auch ein Like, ein Abo da lassen, die freuen sich auch. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, da unten, ganz unter dem ganzen Abo und Videobeschreibungsding ist die Kommentarfunktion, da könnt ihr einen Kommentar reinschreiben, ich reagiere drauf, auf jeden, ist versprochen, definitiv. Und ja, mir bleibt dann für heute nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Eure Josie.